Ich möchte mit einem Psalm starten. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und dass du Menschensohn, dass du dich um uns kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name mit der ganzen Erde. Amen. Amen. Herr, und ich rühme deinen heiligen Namen. Ich rühme deinen heiligen Namen und ich sage dir einfach Danke. Danke für dieses Vertrauen, was du in uns hast, für diese Liebe, die du hast, die du ausgeschüttet hast auf alles Fleisch. Und dass diese Liebe für mich, für dich, für diese ganze Welt da ist. Danke, Herr, und ich rühme deinen heiligen Namen über diesen Tag und über dieser Zeit. Du hast dich so klein gemacht. Du bist auf diese Erde gekommen. Du hast dich ja mit uns auf eine Stufe gestellt. Und du sagst, du erhebst uns so hoch. Wir sind dir so wertvoll. Und danke einfach, dass wir heute Morgen mit dir zusammen sein können. Dass wir heute Morgen einfach Gottesdienst feiern dürfen. Danke für diese Zeit. Und Herr, und ich bitte, dass du uns in deine Verborgenheit, in deine Gegenwart jetzt ganz mit hineinnimmst. Und ich gehe da einfach hinein. Einfach in deine Gegenwart. Danke, dass ich mit dir versetzt sein darf an himmlische Orte. Danke, dass du da bist und sitzt zur Rechten des Vaters. Und danke, dass wir mit dir die Dinge aus dem Himmel betrachten dürfen, aus deiner Perspektive. Herr, und so machen wir uns eins mit dir. Und ich mache mich eins mit dir. Und wenn ihr das so für euch sagen könnt, ich mache mich eins. Ich möchte euch nichts vorbeten, aber wenn du sagst, ich will, ich hier, ich auch, dann ist es deine Entscheidung. Und die muss jeder von uns selbst tun. Aber ich lade euch dazu ein, dass ihr da mitkommt. Einfach näher Gott zu dir. Danke, Papa, dass ich an deiner Seite sein darf. Und dass ich heute Morgen einfach mit dir versetzt bin an himmlische Orte. Und dass du Neues bereit hast, wie jeden Tag. Dass du unseren Geist erfrischen willst. Dass du meinen Geist erfrischen willst. Dass du uns die Dinge zeigen willst, die Dinge des Geistes. Die Dinge, wie du sie siehst. Danke dafür. Und danke für die Verantwortung, die ich haben darf. Danke für diesen Dienst, den ich haben darf. Danke für die Aufgabe, die ich haben darf. Danke, dass du mich so hoch achtest. Danke, Jesus. Danke für deine Gnade. Und danke, dass du vergibst und dass du aufrichtest. Danke. Einfach für jede Zeit mit dir. Alle Ehre sei dir. Und wenn du einfach Danke sagen willst, wenn du ins Gebet mit einstimmst, dann ist das gut. Ich lade euch dazu ein, dass ihr einfach mit dem, was ihr heute Morgen habt, einfach unserem Papa Danke sagt. Jesus Danke sagt. Danke. Wir
Und danke, dass du uns segnest mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt, dass deine Worte Ja und Amen sind und dass du uns das verheißen hast, dass deine Zusagen Verheißungen sind. Danke dafür. Danke für alles, was du bist für uns, Herr. Dass du, Herr Gott, bist, der uns heilt. Danke, dass du die Tür zum Leben bist. Dass du das Licht des Lebens bist, das Brot des Lebens. Danke, Herr, dass du der Löwe von Juda bist. Dass du das Lamm Gottes bist, der für uns ja, alle Schuld auf sich genommen hat. Danke, Herr, dass du der König bist. König der König. Herr der Herr, der Friedefürst, der Wunderbar, der Durchbrecher, der uns Mauern durchbricht. Danke, Herr, deine Liebe, so liebender Vater bist. Und danke, dass du auch Richter bist, dass du gerecht bist, gerecht richtest. Und danke, wenn du die Welt richtest, dass die Leute einfach dadurch Gerechtigkeit lernen, dass du gerecht bist, dass du ohne alles durchgehen lässt und dass du nie immer nur nachgibst, dass einfach die Leute auch zu deinem wunderbaren Licht kommen, zu deiner Gerechtigkeit. Ja, danke, Papa, dass wir deine Kinder sein dürfen. Alle Ehre sei dir. Amen. Es hat nichts aus der Ruhe gebracht. Nicht mal der Sturm. Eure Haare sehen alle glatt aus. Außer bei der Birgit. Der Uwe sitzt schon seit einer halben Stunde ganz im Frieden hier. Tja. Na. Was kann uns erschüttern? Ein Sturm? Wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Unser Haus kriegt neue Farbe. Haben wir euch schon lange erzählt. Wenn ihr ein bisschen die Wände mit erschüttern noch wollt, könnt ihr das machen. Die Tapete geht sehr schwer ab und neue Farbe muss schnell dran. Wenn ihr denkt, hey, das ist mein Ding, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Uwe und der André, der hier Stunden leistet, kratzen schon seit 14 Tagen an den Wänden. Es wird weniger, aber es geht auch schwer ab. Es ist leicht, es ist herausfordernd. Und es wird geschliffen, die Wände, dass jedes Stückchen Farbe abgeht. Und eigentlich haben wir einen Plan, dass wir nächste Woche anfangen, mit Farbe draufzubringen. Und dass es an der Decke weiß wird und an den Wänden gelb und auf dem Fußboden grau und noch Bilder an die Wand kommen und, ja, und Lampen an die Decke. Und dass man vielleicht oder hoffentlich Ostern sagen kann, es ist schön. Also, wendet euch vertrauensvoll an mich, Uwe. Wenn ihr kommen wollt oder kommen könnt und mitmachen, dann ist das sehr gut.
Ja, dass das, da das Fenster eh ohne Beleuchtung, ohne natürliches Licht ist, kann man auch in der Nacht arbeiten. Sehr wichtig. Also, 24 Stunden, alles möglich. Okay, was ist noch los? Ihr habt gelesen, wir wollen Mitgliederversammlung machen. Vorne liegen Einladungen. Seid ihr euch dessen bewusst? Und wer, wen man denkt, der hat es nicht mitbekommen, den sage ich das hier mit nächsten Dienstag. Okay, übernächsten Dienstag. Danke, Uta, dass du aufpasst, dass die Termine an den richtigen Ort kommen. Ich will euch nochmal sagen, wir sind gerade in dieser Wandelphase von unserem Info-WhatsApp mehr zu Telegram. Wir hatten mal der Uta den Auftrag gegeben, damit nicht alle Nachrichten doppelt bekommen, löscht die mal, die da doppelt sind. Entschuldigt, wenn wir euch irgendwo übergangen haben. Wer das nicht will oder will weiter in beiden Gruppen sein und Informationen haben, der geht am besten zur Uta. Die Uta macht das dann wieder so, dass ihr alle Nachrichten doppelt bekommt oder doch bloß eine dahin. Also es ist gerade überall so, also alles im Umbruch. Ich merke, wie viele dahin wechseln zu dem Dienst. Ja, ja. Bloß, dass ihr das wisst. Kurzer Info an Uta, die macht das. Und die schickt dann auch die Nachrichten, die ich bloß einfach ausschicke, sie nochmal doppelt dahin. Das ist gut. Danke, Uta, dass du das machst. Und ich bitte euch um Vergebung, wenn ich da einfach übergangen habe und habe gesagt, Uta, mach mal. Und wer keine Nachrichten bekommt, der meldet sich auch. Oder per E-Mail, wer es braucht oder so, der soll sich an mich bitte wenden. Heute wird unten irgendein Büchertisch sein, hoffe ich, glaube ich, habe ich so beantragt, dass ihr das schon mal wisst. Was ist noch wichtig anzusagen? Mal so zur Vorankündigung, wir wollen einen Mitarbeitertag machen im April, am zweiten Wochenende. Das schon mal als Vorankündigung. Langfristig kriegt ihr auch noch schriftlich die, die es betrifft, die sich dafür angesprochen fühlen, am zweiten Wochenende im Monat April uns dafür einen Sonnabend, eine längere Zeit zu nehmen. Okay, das wären alle Ansagen von mir. Alles Weitere entnehmt ihr bitte dem Infoblatt oder eurem E-Mail. Okay. Ich habe hier noch eine Einladung bekommen. Eine Einladung von der evangelischen Kirche, die ordiniert einen neuen Pfarrer. Und ihr wisst, bei den EV oder wie auch immer, wir haben weniger oder mehr Bezug, machen einmal im Jahr gemeinsam vielleicht einen Gottesdienst mit anderen Gemeinden in Großenhain. Und die haben große Fluchtration und haben auch wenig Pfarrer. Aber jetzt kommt einer nach Wildenhain und wir sind eingeladen am Sonntag, dem 21. 14 Uhr, zu seiner Einführung. Und weil das der Sohn von einem sehr erweckten Pfarrer aus Dresden ist, habe ich Hoffnung, dass da auch neue Kraft in unser Land kommt, in die Region hier, dass da was passiert. Ja, der junge Mann heißt Benedikt Schubert und es ist seine erste Stelle. Segnen wir sie auch, dass da mehr passiert. Okay, und was hast du heute Morgen oder was hast du in dieser Woche erlebt? Wenn ihr Zeuge sein wollt, was Gott mit euch tut oder was ihr erlebt habt, dann seid Zeuge. Heute Morgen hier, morgen auf der Straße bei eurer Arbeit. Aber wenn wir uns gegenseitig diese guten Dinge zusagen, die wir erleben, dann hat es viel Wert. Uns zusagen, aber Gott zur Ehre. Und Gott zur Ehre, das soll unser Lobpreis sein. Also ich lade euch ein, wenn du heute was hast, was du uns allen
sagen willst, dann sag's. Ist das Zeugnis, was Jesus getan hat. Alles, was Gott vom Himmel kommt, alles, was Gott durch Menschen tut oder redet, ist Prophetie. Das heißt, wenn wir darüber Zeugnis geben, prophezeien wir über die Größe Gottes. So einfach ist es. Viele wollen prophezeien, aber denken, das ist, was ich schon erlebt habe, was ist das schon? Ja? So, aber genau diese, oft diese Kleinigkeiten sind oft so wichtig, weil solche Big Dinger, so wie jetzt zum Beispiel Sülze es erlebt haben nach Uruguay, so, sie sind gut angekommen, ja, und das ist so ein Zeugnis, wenn Gott etwas in die Wege leitet, wie einfach das ist. Das heißt nicht, dass sie keinen Stress hatten, das heißt nicht, dass sie viel leisten mussten bis zur, bald zur Grenze manchmal. Weil innerhalb vom Vierteljahr Hausverkauf, alles aufräumen, alles völlig abbrechen, was Neues irgendwo gleichzeitig aufbauen, das ist schon viel Stress. Aber letztendlich, du kriegst den Mund nicht mehr zu, mit dem, wie Gott es geleitet hat. Ja? So, das ist so gewaltig. Also sie sind gut angekommen, habe auch ein Video von ihnen, so, wo sie mal über das Land so kurz... denken, sie sind einfach hineingekommen, sie haben die Staatsbürgerschaft hier für Uruguay bekommen. Normal musst du 2-3 Jahre dort leben, um die Staatsbürgerschaft zu kriegen. Die haben sie schon hier gehabt, bevor sie überhaupt dort sind. Und so hat Gott Dinge und Menschen in den Weg gestellt und sie haben das koordiniert. Und ja, so ich glaube, wir werden solche Dinge erfahren und mitkriegen, wenn wir uns auf die Dinge Gottes einlassen. So, und da werden wir Dinge erleben, die uns herausfordern. Aber im Endeffekt kann man nur noch, wow, echt? Oh. Ja, so, preis den Herrn. Preis den Herrn. Im September gibt es einen Tag, da sagt man Rosh Hashanah. Sagt man normalerweise jetzt heute nicht, aber wir haben das biblische neue Jahr seit gestern Mittag. So, und deswegen vertrauen wir drauf, dass, und auch alles, was wir gestern Abend erlebt haben, alles, was Gottes Zusagen sind, ja, so dass wir das nehmen, sagen, ich halte es fest und ich gehe dem nach und ich lasse mich vom Heiligen Geist, ich lasse mich einfach führen und leiten, ja? So dass wir auch in den kleinen Dingen treu sind, dass wir auch in den kleinen Dingen spüren und erleben, was es bedeutet. Der Geist Gottes führt und leitet uns, ja? So dass wir in dem Ganzen spüren und erleben, was es heißt, Gott lenkt Nationen, er lenkt jeden Einzelnen. Er will, dass wir unseren Lauf vollenden und bei ihm ankommen. Amen. Und so glaube ich, dass wir wirklich an einer Schwelle sind, wo wir die großen Dinge Gottes auch in Deutschland erleben, nicht nur weltweit. Ja. Und deswegen blase ich mit dem Shofar, dass der Himmel hört, und es ist so wichtig, wenn mit dem Shofar geblasen wird, dass Dinge vom Himmel auf die Erde kommen und dass wir spüren, dass hier etwas Neues kommt, etwas Neues geschieht. Segne uns und behüte uns. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Shalom.
Shalom dir, Israel, Shalom dir, Jerusalem, Shalom dir, Großenheim. Amen. Vater, ich bete um deine Gerechtigkeit für jeden Einzelnen, der hier ist, die zuschauen, zu Hause. Ich bete um deine Gerechtigkeit, dass deine Gerechtigkeit auf uns kommt. Wir haben gestern fast 2 Stunden gebetet für Kinder, dass die Gerechtigkeit Gottes auf die Kinder in Deutschland kommt, dass diese Ungerechtigkeit beseitigt wird. Und das ist auch so ein Teil, wie Gott die Dinge im Geist tut. Er sendet seine Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit geht. Er sendet sein Licht und Finsternis geht. Er sendet seine Wahrheit und Lüge geht. Und so bitten wir dich, Herr, den Geist der Offenbarung und der Erkenntnis. Wir bitten dich, Herr, dass Ströme von lebendigem Wasser jetzt fließen. Lass es fließen, Ströme von lebendigem Wasser, dass wir durchdrungen, durchspült, umspült werden, dass wir durchgespült worden, unsere Seele, vor allem unsere Seele, sodass unsere Seele freigespült wird von all diesem Zeug, was wir in der Welt zu tun haben. Herr, komm in deiner Kraft, komm in deiner Herrlichkeit. Komm, Herr, auf uns, komm auf jeden Einzelnen. So. Und ich bete, so sag doch, Heiliger Geist, ja, komm, ich brauche mehr von dir. Ich empfange dich, komm mehr, Heiliger Geist, komm auf mich. Bittet ihn doch so, dass der Vater seinen Geist in einem größeren Maße gibt, dass sein Feuer auf uns kommt, dass seine Heiligkeit auf uns kommt, dass seine Kraft auf uns kommt, dass du uns taufst in Geist und Feuer, sodass wir in dieser Fülle dessen, was möglich ist, ja, von dir her, für jeden Einzelnen, was vorgesehen ist für diese Gemeinde, was vorgesehen ist für diese Stadt, was vorgesehen ist, dass das auf uns kommt. Und ich bete, dass alles, was dumpf ist, weggenommen wird, sondern dass wir einen Klang des Himmels spüren, dass wir einen Klang der Herrlichkeit spüren und erleben, dass wir sehen, was Gott mit Großheit vorhat. Es soll eine Stadt sein, die rein ist, eine Stadt, die heilig ist, ausgesondert für ihn. So vor Urzeiten schon, haben wir schon ein paar Mal angesprochen, dass diese Quelle, die hier schon vor Urzeiten war, als Weisung ins Land hinausgeht. Und dass all diese Prophetien, alles, was gesagt worden ist über Großenhain, 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 du wirst nicht mehr dieselbe sein. Ja? Und vor vielen Jahren hat Gott angefangen, so die Stadt zu renovieren, alle Mittel und das zur Verfügung zu stellen. So. Und ich bete, dass das weitergeht, dass es jetzt im Geist vollendet wird. Dass das, was im Natürlichen geschehen ist, dass es jetzt im Geistlichen vollendet wird. Dass alles schön wird, dass alles herrlich wird, dass es ein Markenzeichen von dir ist, nämlich Schönheit. Schönheit. Ich bete um deine Schönheit für uns selber, dass deine Schönheit uns erfüllt, dass deine Schönheit uns ummantelt, dass deine Schönheit, ja, unser Gesicht strahlen lässt. Du hast uns deinen Geist in uns gegeben und kennt ihr diese Werbung? Schönheit, die von innen kommt, dann muss man so Pillen schlucken und dann strahlt man, ne, so. Aber da haben sie meistens so junge, knackige Leute genommen, ne, so, die sowieso schön sind, ja, so, keine Falten und so, man kann sie auch auspolstern. Ne, so. Ich habe die letzte Zeit dem Heiligen Geist ein bisschen viel Raum gegeben. Ne, so. So. Ja, irgendwo muss er Platz haben, ne? So dass komm, Heiliger Geist, komm. Komm über uns, schwebe über uns, brüte über uns. Komm, Heiliger Geist.
Sag doch, ich öffne mich für dich, Heiliger Geist, für dein Wirken. Ich öffne mich für dich, Heiliger Geist. Dass all das, was der Vater seinem Geist gegeben hat, was Jesus seinem Geist gegeben hat, für jeden Einzelnen und für uns heute, dass wir das empfangen. Es wird insgesamt etwas sein für uns, aber für jeden Einzelnen etwas Besonderes. Danke, dass wir das einfach als Geschenk annehmen können, ohne etwas leisten zu müssen, dass wir es als Geschenk empfangen, diese Segnungen. Das Einzige, was wir hier bringen müssen, ist empfangen. Empfange, stell dich auf Empfang ein. Heiligkeit, dass Heiligkeit auf uns kommt. Dass ein Glanz von Heiligkeit, von Herrlichkeit auf uns ist. Ihr wisst ja, warum man die Apostel immer mit dem Heiligenschein gezeichnet hat. Ja? Wie willst du Herrlichkeit zeichnen? Deswegen hat man diesen Heiligenschein. Also die scheinen heilig zu sein. Ne? Dass dieser Heiligenschein unser Leben erleuchtet. Dass dieser Heiligenschein, diese Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Dass es auch unter uns sichtbar wird. Herr, öffne unsere Augen, öffne die Augen unseres Herzens, reinige die Augen unseres Herzens, dass wir deinen Geist, dass die Wirkung deines Geistes sehen können. Ich sehe eine weiße Taube über uns schweben. Die füllt den ganzen Raum. Empfange diese Heiligkeit. Sage selber, ich begehre deine Heiligkeit. Du kannst auch sagen, ich brauche deine Heiligkeit in diesem oder jenem Bereich in deinem Leben. Jeder weiß, wo es nicht heilig ist. Ne? Wenn du es nicht weißt, dann prophezei ich über dir, dann weißt du es. Herrlichkeit, Heiligkeit, Schönheit statt Asche, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Herr, du weißt, wie wir Menschen sind, die letzten Jahre, die schwierig waren, sagen wir mal einfach, schwierig waren. Das Wenn ab heute oder ab gestern eine neue Zeit begonnen hat, so haben wir das Alte immer noch intus. Wir haben die Erfahrung immer noch intus. Und sag doch einfach mal, Jesus, ich gebe dir diese Erfahrung über die letzten Jahre meines Lebens. Ich gebe sie dir, was nicht funktioniert hat. Ich lege das ab vor dir, sondern ich empfange von dir heute Neues. Ich empfange von dir Heiligkeit und Schönheit. Ich empfange dir ja, eine neue Leidenschaft für dich. Herr, ich bete, dass deine Leidenschaft, die du für uns hast, dass deine Leidenschaft, die du für uns hast, dass die auf uns kommt. Du hast so eine Leidenschaft für uns. Du hast den Himmel verlassen, weil du leidenschaftlich uns liebst. Du hast deine Schönheit verlassen, um in diesen Dreck dieser Welt zu kommen. Du bist in einem Stall geboren worden. Du hast ja alle Schönheit, alle Herrlichkeit, alles, was im Himmel, du hast nur mit Finger geschnippt, du hast nur gesagt, das und das und Millionen von Engeln haben es getan. All das hast du verlassen, die Gegenwart des Vaters hast du verlassen, um die Schönheit und die leidenschaftliche Liebe des Vaters uns zu bringen. Und Herr, wo wir hier stumpf geworden sind, so vergib uns. Wir haben jeden Grund, uns zu freuen. Wir haben jeden Grund, uns leidenschaftlich dir hinzugeben. Wir haben jeden Grund, auch wenn das Leben manchmal übel mitspielt, wir haben trotzdem jeden Grund.
Es geht uns so gut, auch wenn es mal seelisch mit irgendwas irgendwie schwierig ist. Es geht uns so gut. Wir können ja mal nach Syrien gehen, da eine Freizeit machen, oder? Herr, komm mit deiner Leidenschaft. Komm mit deiner Leidenschaft auf uns. Sag doch, Herr, fülle mein Herz neu mit dieser Liebe, mit dieser Leidenschaft. Dich leidenschaftlich zu lieben, mich dir hinzugeben in dieser Leidenschaft, in diesem Feuer, in dieser Heiligkeit. Gib mir doch das neu, Herr. Jesus, du sagst doch, wenn ihr, was ihr nicht habt, darum bittet. Und Vater, ich bitte dich für uns und für jeden anderen. Und wenn du damit übereinstimmst, ja, so sag, Vater, gib mir eine neue Leidenschaft, eine neue Liebe für dich. Denn ich mag in Zungen von Menschen, ja von Engeln sprechen. Wenn mir die Liebe fehlt, so bin ich nur tönendes Erz oder eine klingende Zimbel. Ich mag die Gabe der Weissagung haben, ich mag alle Geheimnisse ergründen, alle Dinge wissen, allen Glauben haben, genug Berge zu bewegen, doch wenn mir die Liebe fehlt, bin ich nichts. Ich mag alles hingeben, was ich habe, ich mag sogar mein Leib zur Verbrennung hingeben, doch wenn mir die Liebe fehlt, erlange ich nichts. Und die Liebe ist geduldig und freundlich, nicht eifersüchtig, nicht prahlerisch, nicht stolz, nicht roh, nicht selbstsüchtig, nicht rasch im Zorn. Sie rechnet Unrecht nicht auf. Liebe weidet sich nicht an den Sünden anderer, sondern freut sich an der Wahrheit. Liebe erträgt immer, vertraut immer, hofft immer, erduldet immer. Liebe hört niemals auf. Alles andere wird vergehen, doch die Liebe hört niemals auf, weil Gott Liebe ist. Und alles, was er gemacht hat, selbst die Engel, alle Wesens, alles, was er geschaffen hat, jeden Schmetterling, jeden Halm, alles hat er geschaffen, weil er Liebe ist. Er kann nichts anderes schaffen. Er kann es nicht anders machen, weil er Liebe ist. Und das Boshafte in dieser Welt, wir wissen, wo es herkommt. Setzen wir doch die Liebe Gottes gegen diese Boshaftigkeit. Setzen wir doch seine Herrlichkeit gegen den Schmutz dieser Welt. Setzen wir doch seine Herrlichkeit gegen Spaltung. Setzen wir doch seine Herrlichkeit gegen Verdruss. Setzen wir doch Freundlichkeit Geliebte, wir sind der neue Mensch, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Die Erfahrung sagt etwas anderes. Aber wir sind nicht mehr Teil dieser Welt. Wir sind schon versetzt an himmlische Orte. Ich habe schon ein Zuhause. Ich bin kein Waisenkind. Ich habe den Geist der Liebe, der Wahrheit empfangen. Sag doch mal, danke, Papa. Danke, Papa. Dass du mich leidenschaftlich liebst. Und ich möchte auch leidenschaftlich lieben. Hilf mir. Wozu zeigt der Heilige Geist oder der Vater oder Jesus durch seinen Geist uns die Herrlichkeit seines Reiches? Die Schönheit, wozu zeigt er uns das, wenn es doch in der Welt völlig anders ausschaut? Wozu zeigt er uns das? Wir brauchen ein Bild vor Augen. Wir sind geschaffen nach dem Bilde Gottes. Und vom Hebräischen her, diese Bildsprache, jedes Wort hat ein
kann man in verschiedenen Bildern wiederfinden, was mit dieser Welt zu tun hat, was mit Gott zu tun hat. Alles Hebräische ist eine Bildsprache. Und wenn er uns ein Bild gibt von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit, dass wir ein Bild haben, sodass wir das sagen, dass das, was mit der Welt zu tun hat, dass das die Schönheit nicht wieder zudeckt. Ja? Du bekommst ein wunderschönes Bild und legst es auf den Stapel von vielen anderen. Und dann legt sich wieder was anderes drauf. Und dann vergisst du, dass du dieses Bild hast. Irgendwann kramst du in deinem Schrank und denkst, ah, schau mal, ich habe wieder, ja genau, ich habe es völlig vergessen. Schau mal, dieses schöne Bild. Ich habe es völlig vergessen. Ich habe es nicht einmal vermisst. Aber ich habe es schon mal gesucht, aber jetzt habe ich es wieder gefunden. Sodass wir uns das, was auch in der Schrift, wenn wir uns das so bildlich vorstellen, so dass wir eine Geschichte drumherum bauen, so dass wir einen tieferen Bezug haben zu seinem Wort. So dass ich es nicht nur lese, okay, Schlagzeile, bildzeitungsmäßig oder so, sondern dass ich mir selber eine Geschichte ausdenke. Dass ich meiner Seele Raum gebe, diese Geschichte auszudenken. Das können manche besser, manche nicht so gut. Ja, so. Aber da gibt es so einen Film, so eine Serie, gibt es leider nicht voll auf Deutsch, aber mit Untertitel, das heißt Chosen, die Apostel, die Auserwählten. Ja? So, und ich empfehle jedem diesen Film, diese Serie anzugucken. Ich habe verschiedene, oder gerade da, wo Nikodemus mit Jesus auf der Dachterrasse sitzt und er erkennt, dass er der Sohn Gottes ist, ja, und vor ihm niederkniet und die Hand küsst. So, das ist für mich, boah, das tut mir gut, das heilt mich. Ja, so das sind so, die bauen eine Geschichte drumherum, was wir hier lesen können, die bauen eine Geschichte drumherum. Ja, so dass wir mal tiefer in die Schrift eindringen können und sagen, okay, diese oft dürre Worte, das ist nur ein Satz, ja, und was mache ich mit diesem dürren Satz, das ist wie ein dürrer Zweig. Aber dass ich ihn ins Wasser stecke des Heiligen Geistes und dass er austreiben kann und dass er mir eine Geschichte erzählt, dieser Satz, mit dem ich mehr anfangen kann als wie dieser eine Satz. Und dass wir uns hineindenken in bestimmte wichtige Aussagen in der Schrift, sodass ich mich da hineindenke, und je mehr ich mich da hineindenke, manche sagen meditieren. Ja, meditieren hat nichts mit der Kult zu tun, sondern ich denke sehr intensiv über diesen Satz oder über diese Situation nach und fühle mich hinein und denke mich hinein. Und so werde ich einen Film vielleicht vor mir haben und sage, wow, so habe ich es noch nie gesehen. Und wenn wir in dieser Liebe wandeln, wie wir gerade beschrieben haben, wie wir gerade gelesen haben, wenn wir in dieser Liebe wandeln, können wir nicht irre gehen. Wenn ich aus Liebe Gottes Wort erfülle, nicht aus Angst oder so, ja, sondern ich bin dir dankbar, Gott, und ich aus Dankbarkeit und aus Liebe und aus der Fülle dessen, dass es unbegreiflich ist, dass du den Himmel verlassen hast und auf die Erde gekommen bist, aus dieser Unbegreiflichkeit kann ich nur staunen und dir gehorsam sein und dich zu lieben und die Menschen zu lieben und mich zu lieben. Hast du heute Morgen gefrühstückt? Jeder? Ich will mal zeigen. Euren Bildschirm, habt ihr gefrühstückt? Und ihr seid alle angezogen, gemäß des Wetters, oder? Habt vielleicht noch eine Jacke dabei? Ja? Warum sage ich das? Das hast du getan, weil du dich liebst. Paulus sagt es im Epheserbrief. So, der sich liebt, der ernährt sich, der kleidet sich. Ja? Und die sich selbst hassen, die rennen dann nackt und zerschlagen durch die Kante. Ne? So. Das heißt nicht, dass man nicht fasten soll oder sonst irgendwas, aber wenn wir uns lieben, dann ernähren wir uns vernünftig. Und wenn ich mich wirklich liebe, dann lasse ich diesen Junkfood und also wenn man einmal zu McDonald's geht, ne, so. Also wenn wir in Russland waren, sind wir immer zu McDonald's gegangen. Aber sonst gehe ich da nicht hin. Ja? So, aber dass wir aufpassen, was esse ich denn? Aus Liebe zu mir. Was trinke ich denn aus Liebe zu mir? Wenn ich schon weiß, dass ein Liter Cola
eine Tüte voll Zucker drin hat, dann ist es nicht gut. Dann bin ich unweise, da liebe ich mich nicht, wenn ich das trinke. Und so weiter. So, wenn ich immer hierher fahre, halte ich in Harrieden, da ist ein Outlet und da gibt es Lind-Outlet. Ne? Habe ich gestern was mitgebracht und Schokolade hingelegt. Ja, so. Da weiß man, in welches Regal man gehen muss. Und das sind so Teile, die im Outlet, die ja vielleicht nicht ganz so lang haltbar sind, aber wenn man die dann holt, dann ist die auch bald weg. Ne? So. Also ich tue da, ja. So, man kann das alles machen, ja, alles mit Maß und Ziel, aber wie viel Leidenschaft stecke ich hinein für mein Leben mit Gott? Wie viel Leidenschaft stecke ich hinein? Herr, lass dein Wasser strömen. Lebendiges Wasser, ich lasse es fließen. Lebendiges Wasser, das lebendiges Wasser fließt. Das lebendiges Wasser die Gemeinde durchspült. Dass das lebendiges Wasser in diese Stadt kommt. Dass lebendiges Wasser hindurchfließt. Dass alles weggespült wird, was nichts ist, was tot ist. Und dass wir wieder ein bewässerter Garten sind. Dass Großenhain ein bewässerter Garten ist. Dass Großenhain und die Gemeinde hier eine Oase ist in der Wüste ringsherum, dass wir eine Oase sind, wo Menschen kommen und sich erquicken, wo Menschen kommen und gestärkt werden, wo Menschen kommen und erfrischt werden. Wollen wir das? Aus Liebe und Leidenschaft für ihn, weil Jesus, der Vater, hat solch eine leidenschaftliche Sehnsucht, er hat so eine Sehnsucht danach, uns in die Arme zu nehmen. Wisst ihr, Samstagabend, wir nennen diese Abende, komm nach Hause. Und erstaunlicherweise kommen wir Samstagabend. Ich habe noch, glaube ich, höchstens ein oder zweimal erlebt, die ganzen Jahre, dass es nicht so prickelnd war. Aber größtenteils ist es immer so, dass wir beim Vater ankommen. Allein dieser Titel für den Abend, komm nach Hause, komm zum Vater, komm zu ihm. Lass uns doch jetzt zu ihm kommen. Nicht erst, wenn wir entrückt sind oder gestorben sind und zu ihm kommen, sondern dass wir jeden Tag mit ihm zusammen sind, weil das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Ist die Gegenwart in Christus, ist es dein Zuhause? Bist du dir da sicher? Weißt du das? Wer weiß es? Weil es steht geschrieben, durch die Gnade hat der Vater uns in seinem Sohn, in Christus versetzt zu seiner Rechten. Wir sitzen in Christus zu Rechten des Vaters. Wir sitzen auf dem Thron der Gnade. Wir sitzen auf dem Thron, wo Gerechtigkeit ausgeübt wird. Wir sitzen auf dem Thron, wo Gericht ausgeübt wird. Und Gericht im Himmel heißt nicht verdammen und bestrafen, sondern Gerechtigkeit bringen, dass Ungerechtigkeit beseitigt wird. Das haben wir gestern Abend 2 Stunden gemacht für die Kinder in Deutschland. Dass die Kinder in Deutschland, dass wir Gerechtigkeit bekommen vom Himmel. Dass dieser Missbrauch und dieser Skandal und was es alles so gibt, dass es einfach aufhört, dass es beseitigt wird. Und dass hier wirklich auch mit politischen Entscheidungen, mit Gesetzesentscheidungen oder sonstigen Institutionen, dass wir spüren, Gottes Hand hat sich auf Deutschland gelegt, um Gerechtigkeit zu bringen. Der Teufel sorgt dafür, dass die Kleinsten der Kleinen schon verdorben werden, damit sie Gott ja nicht finden. Danke Gott, dass du mich erwählt hast, dass du mich aus Millionen von Menschen herausgezogen hast, um mit dir zusammenzuleben und dich zu präsentieren. Amen. Danke, Jesus, für die Auferstehungskraft. Können wir die Auferstehungskraft mal ergreifen? Ich ergreife diese Auferstehungskraft.
von Jesus selbst. Und ich verbinde diese Auferstehungskraft mit mir, mit meinem Herzen, mit meinem Geist. Dass alles, was irgendwie nicht lebendig ist, lebendig wird. Dass alles, was schläft, aufgeweckt wird und lebendig ist. Wisst ihr, jeder, der schläft, das heißt, die Werke Gottes nicht tut, ist für Gott tot, obwohl er von Neuem geboren ist. So sind die Dinge des Geistes. Ja, das bestimmt er und nicht wir. So, er sagt, wenn du schläfst, bist du tot. Und er sagt in Offenbarung, wecke auf die da schlafen, die im Begriff sind zu sterben. Und so dass wir sagen, nein, dafür ist Christus auferstanden oder dafür ist Christus nicht gestorben, dass ich schlafe, sondern dass ich mit ihm zusammen durch diese Welt laufe, dass ich mit ihm jeden Tag ja, mein Leben lebe, mit ihm zusammen. Alles, was ich tue, jede Sekunde, er ist doch jede Sekunde in mir. Sodass ich mir bewusst bin, ich bin dieser neue Mensch und ich bin geliebt und ich bin herrlich gemacht und ich bin voller Schönheit und voller Friede und Sanftheit und Kraft und Herrlichkeit. Sanftheit hat nichts damit zu tun, dass man flötet und ganz sanfte Töne von sich gibt. Jesus sagt, lernt von mir, ich bin sanftmütig und wie ist er gegen die Religiösen vorgegangen? Brachial, oder? Aber gegen jeden Sünder, jeder, der Buße getan hat, war sehr liebevoll. Hat sich auch zurechtgewiesen. Er verlass alles und folgt mir nach. Und die haben gesagt, ich muss aber erst gut, dann gehe. Der Vater schaut nicht drauf, was wir alles falsch machen oder alles richtig machen. Sondern er schaut darauf, wir sind bedeckt durch sein Blut. Wir können ins Allerheiligste gehen, durch das Blut Jesu. Wir können die Dinge des Geistes tun, durch das Blut Jesu. Wir sind geschützt durch das Blut Jesu. Wir sind heilig gemacht durch das Blut Jesu. Wir haben alle Zeit Zugang zum Vater. Alle Zeit. Warum? Weil Jesus uns gerecht gemacht hat und weil sein Blut auf uns ist. Der Vater sieht nicht das, was wir falsch machen. Wenn wir nur Angst haben vor Strafe, haben wir Gott noch nicht verstanden. Alle Strafe lag auf Jesus. Er hat all das, was uns zusteht, hat er auf sich genommen und hat uns dafür seine Herrlichkeit gegeben, seine Schönheit, seine Gerechtigkeit. Wir sind eine herrliche, schöne Braut. Leben wir danach. In Leidenschaft für ihn, in Hingabe. Nicht so, jetzt muss ich schon wieder zum Gebetsabend. Jetzt muss ich schon wieder zum Gottesdienst. Aber mein religiöses Gewissen sagt mir, ich muss dahin, sonst bin ich unzufrieden. Also mein Gewissen sagt mir, das kann ich nicht machen. Habe ich Leidenschaft? Ja, ich möchte mich treffen mit den Heiligen, ich möchte mich treffen mit dir. Obwohl Jesus bei dir zu Hause ist, auf dem Weg, wenn du herkommst, ist Jesus schon da. Aber will ich mich zusammen mit den Heiligen treffen, unter dem Haupt Jesu, Yeshua HaMashiach, unter seinem Haupt, bin ich bereit, mich unter sein Haupt zu stellen. Im Herbst hatte ich eine Vision, wie der Kopf Jesus im Himmel ruft, wo ist mein Leib? Wo seid ihr, die ihr euch freiwillig mir unterordnet? Gott zwingt uns nicht. Aber das, was wir sehen, werden wir ernten. Wir kommen nicht darum herum. Das ist ganz einfach. Das sind die Dinge des Geistes. Wenn ich Leidenschaft und Liebe sehe, werde ich Leidenschaft und Liebe ernten. Wenn du sagst, ich würde ja gerne, ja, dann lass dich helfen. Bitte Gott, oder wenn du da nicht weiterkommst, so, dann bitte jemand, der das kann, der dir helfen kann. Okay? Also dieser Text, ohne Liebe sind wir nichts, das ist das, was ich empfangen habe, um was es heute geht. Es geht um diese Liebe, um diese Leidenschaft. Wisst ihr, meine Frau und ich, hallo, wenn wir am Frühstückstisch sitzen, ich plaudere jetzt was, ja, und ich erzähle das bitte nicht nach Hause, ne? So, ich stehe dann auf, sitze an der Wand und sie sitzt vorne, gehe an ihr vorbei,
und umarme sie von hinten und drücke meine Backe an ihre Backe. Und es tut mir so gut. Ihr offensichtlich auch. Aber ich brauche das. Ich brauche das einfach. Aber wenn ich es mit mir selber nicht mache, sie hat jetzt gerade nicht das Bedürfnis, sie liest nur Zeitung oder so, aber ich brauche jetzt diese Berührung. Und so kann ich es doch mit Gott genauso machen. Gott, ich brauche jetzt diese Berührung, ich brauche jetzt diese Gemeinschaft mit dir. Ich will jetzt spüren, auch mit meiner Seele, ich will jetzt spüren, dass du in mir bist, dass dein Geist in mir ist oder auf mir ist oder was auch immer. Ich möchte es jetzt spüren. Was denkt ihr, warum damals Toronto so über eine Welle über die ganze Welt ging? Damit wir spüren, der Geist Gottes ist nicht dieser sture Geist, wenn du sündigst, dann stirbst du. Sondern diese Leichtigkeit, mit dem Gott es zugelassen hat, dass wir mit seinem Geist spielen. Wie Kinder im Sandkasten. Eine Burg bauen hat nicht so geklappt. Okay, weg damit, mache ich nochmal. So. Aber dass wir in dem Ganzen, in unserem ganzen Leben einfach mit ihm zusammen leben. Tag und Nacht. Weißt du, Jesus freut sich, wenn du mit ihm den Müll runterträgst oder einen Nagel in die Wand haust oder egal was. Er freut sich, dass du mit ihm zusammen bist. Er ist so vernarrt in uns, so leidenschaftlich vernarrt in mich, sodass er Tag und Nacht mit mir zusammen sein will. Und er ist es doch. Oder denkt ihr, Jesus steigt aus dir aus, wenn du aufs Klo gehst? Das sind alles religiöse Phrasen. Gott liebt uns leidenschaftlich. Und es ist an mir, diese leidenschaftliche Liebe zu empfangen und wieder zurückzugeben. Er sät doch diese Liebe in mich hinein. Er hat doch seine Liebe in mich hineingegossen. Ich brauche es doch. Ich muss mir es nicht einmal erwerben. Ich muss mir es nicht einmal erkaufen. Ich musste nur Ja sagen zum Erlösungswerk. Und damit habe ich den Geist des Vaters bekommen. Diese Liebe, diese Leidenschaft für seine Kinder. Und so kann ich aus dieser Liebe heraus ihm das wieder erwidern. Weil der Mensch hat es nicht. Aber wir haben es geschenkt bekommen. Das ist Gnade. Bete doch jeden Morgen um Gnade und du wirst sehen. Gnade für diesen Tag. Weil die Gnade ist jeden Morgen neu. Das ist wie das Manna, ne? So, das ist ein Hinweis auf das Manna oder umgekehrt. So, dass wir sagen, ja, ich brauche heute das Manna, ich brauche heute deine Gnade. Und Vater, du weißt, wie es uns gerade in Deutschland geht, oder weltweit, aber wir sind halt mal in Deutschland, ja? Du siehst, wie Ungerechtigkeit hier gerade geschieht. Und ich bete um deine Gerechtigkeit. Dass diese Ungerechtigkeit, ja, es ist so ähnlich wie Mose. Nicht ganz so schlimm, ja, so. aber so ähnlich. Ich bete um deine Gerechtigkeit. Und ich bete, dass du Menschen erwächst, so ähnlich wie Mose, die Autorität anwenden, die sie haben, gegen den Jammes und den Jambres, gegen diese Zauberei. Ich bete, dass du Menschen erwächst, die sagen, koste es, was es wolle, ich ertrage das nicht länger, ich dulde das nicht länger, diese Ungerechtigkeit. Auch nicht die Ungerechtigkeit gegen Gemeindeglieder oder sonst irgendwas, ich erlaube das nicht. Der Herr hat mir gesagt, hab Acht, in großen Heilen versucht, die Säbel wieder Raum zu gewinnen. Und dann werde ich kritisch, das kann ich euch sagen, gegen diesen Geist. Und ich setze frei dieses Schwert des Sehus und zerstöre den Einfluss der Säbel, der wieder versucht, in die Gemeinde zu dringen, wie zum wiederholsten Male. Hier ist das Reich Gottes, die Säbel, und du hast hier keinen Raum. Und du verlässt jetzt, gerade jetzt, jeden Einzelnen, ob er hier ist oder nicht hier ist, du musst gerade jetzt loslassen und gehen. Und ich vergebe jeden Menschen, der die Säbel bewusst oder unbewusst eingeladen hat oder seinen Lebensstil nicht korrigieren will.
da hinein, das Schwert des Jehus, und jetzt, Isabel, wirst du hinausgestürzt, dass die Hunde dich fressen. Hier ist Reich Gottes. Hier ist Reinheit, Klarheit, Schönheit. Kein Götzendienst, sondern er ist Herr. Okay. Ein Merkmal von Isabel ist, dass, sagen wir so, ich komme mit meiner Frau irgendwo hin und dann empfinde ich plötzlich eine andere Frau attraktiver wie meine. Das ist Isabel. Und ich spüre das manchmal. Nur dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wir sind hier trainiert und geschult genug. Wir haben von Gott bekommen zwei Jehu-Engel. Wir sind Führer von Führer von Führer von Engeln. Und einer dieser Jehu-Engel ist hier in Großenheim. Und der Herr sagt, beseitige die Isabel, ich brauche diesen Engel woanders. Und es hat mit der Stadt zu tun. Es hat es nicht unbedingt mit uns zu tun. Es hat mit der Stadt zu tun. Isabel heißt, ich akzeptiere nicht. Ich akzeptiere nicht die Ordnungen Gottes. Das geht auch für Männer. Plötzlich ein Ehepaar und eine Frau sieht einen anderen Mann und der ist attraktiver, plötzlich wieder eigener Mann. Das ist Geist von Isabel. Es ist beidseitig, ja, so. Aber dieser Geist von Isabel will Unordnung, will Ungerechtigkeit, will Verwirrung, will Zauberei betreiben, die Menschen beeinflussen, sie ihre Seelen knechten und so weiter. Ihr könnt das alles auf unserer Webseite nachlesen oder nachhören. Haben wir alles schon trainiert. Auch, glaube ich, letztes Jahr darüber gelehrt. So, noch einmal, ich erlaube nicht, dass Isabel hier Raum gewinnt. Dafür komme ich nicht seit 20 Jahren hierher, um diesem Geist nachzugeben. Haben wir uns da verstanden? Isabel, haben wir uns da verstanden? Ich schließe dich aus der Gemeinde. Du hast hier keinen Raum, weil hier ist Wahrheit und Gerechtigkeit. Amen. Amen. Wir müssen, manche denken, Gott sieht mich ja nicht, aber wir haben hier ein Wort, wie wir leben sollen. Und das kann jeder selber lesen. Und er sagt, muss man jetzt nicht so eng sehen. Das, was du säst, wirst du ernten. Das ist ein Ding des Geistes. Du kommst nicht darum herum. Das, was du säst, wirst du ernten. Früher oder später wird jeder das ernten. Das Gute wie das Schlechte. Deshalb seid weise. Wenn du dich liebst, wirklich liebst, es geht wieder um diese Liebe, dann wirst du diesem Geist nicht nachgeben. Dann wirst du dieser Verführung und Täuschung nicht nachgeben. Es geht darum, dass du in dieser Liebe, in dieser Ordnung Gottes mit ihm vereint bist und bleibst. Jedes Problem kann man lösen, wenn man will. Jedes Problem ist zu lösen. Gott kann jedes Problem lösen. Oder denkt er, er ist handlungsunfähig, wenn du ein Problem hast? Ich glaube nicht. Es ist nur meine Widerspenstigkeit. Es ist nur mein Götzendienst. Es ist nur, dass ich nicht mit ihm übereinstimmen will. Wenn ich sage, ich kann das nicht, dann heißt es, nein, ich will nicht. Fertig. Ich kann mich für die Liebe entscheiden. Ich kann mich für die Liebe entscheiden. Das ist mein freier Wille. Ich kann mich aber auch für den Hass entscheiden. Das ist mein freier Wille. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Amen. Herr, ich bete um diesen Strom von Liebe, dass du jeden Mangel ausfüllst, dass dieser Strom von Liebe durch unsere Herzen fließt. Ich bete, Herr, dass das Feuer deiner Vaterliebe auf alle Herzen kommt, auf jedes Einzelne, auch die zuschauen, dass, und auch auf diese ganze Stadt, auf alle Heiligen, ja, auf alle, die schon errettet und erlöst sind, dass es auf die ganze Stadt kommt, dass die Vaterliebe Gottes auf die Herzen kommt.
dass die Vaterliebe ja unsere Herzen heilt und wiederherstellt, dass die Vaterliebe uns zu seinen Kindern macht, weil ich brauche diese Vaterliebe, um Kind zu sein. Amen. Ich muss sagen, du bist Papa, ich bin Kind. Und Jesus, du hast die Welt schon errettet, ich muss es nicht mehr machen. Ich muss nur noch das leben, was in deinen Ordnungen geschrieben steht. Mehr nicht. Und es ist schwierig genug. Wieso machen wir es uns denn so schwierig? Ich glaube, dass wir aus Liebe und Leidenschaft werden wir Dinge tun können, die einem, der es nicht tut, unmöglich sind. Wenn du jetzt denkst, das, was Sülze durchgemacht hat, das letzte Vierteljahr, die war an dem Rand ihrer physischen Kraft. Ja? Aber wir haben so ein Bild gehabt, das war wie so ein Schlauch, der herrlich war, aber das ging nicht gerade, sondern es hat eben seine Kurven und seine Ecken und Kanten gehabt. Ja? Aber dieser Schlauch ging von Deutschland bis nach Uruguay. Sie sind problemlos durchgekommen. Auch mit dem ganzen Impfen, mit allem das, was sie mussten sich nicht, ja, so, aber sie müssen halt jetzt in Quarantäne sein. Sie sind im neuen Haus auf einer Ranch, 4 Hektar um sich herum, Schönheit, ja, aufpassen, dass man nicht auf Leguane tritt oder so, ja, das muss man halt gucken, dass ich nicht über sowas stolpere, ja, so. Aber sie kommen hin und sie müssen nur in den Garten gehen und Gemüse ernten, das ist alles da. Nachbarn haben gesagt, ja, wenn ihr kommt, wir kaufen für euch ein, es ist alles. Wo sie gekommen sind, war alles da. Sie mussten nicht einmal darum bitten, könnt ihr für uns einkaufen gehen. Es war alles schon da. Vorbereitete Werke, ja. So, dass wir uns auf das verlassen, ja, wenn du sprichst und ich handle danach. Und wenn es unmöglich ausschaut, gerade dann ist es interessant. Weil Dinge, die du kannst, die kannst du selber machen. Aber Dinge, die du nicht kannst, die Gott nur tun kann, sich da hinein den Strom des Heiligen Geistes zu geben, mit ihm zu schwimmen, wie Hesekiel. Ne? Die meisten Charismatiker flanschen im Wasser rum, ne? So knöcheltief. Ja? So, das macht Spaß, Wasserspritzen, oder so. Habt ihr das schon mal gemacht? So? Wasserspritzen. Ja, und dann geht bis zu den Knie und dann kann es schon immer so laufen oder bis zur Hüfte. Dann wartet man, ja, aber dann ist tief zum Schwimmen. Keine Sicherheit mehr. Bist du bereit, dein Leben Gott anzuvertrauen? Keine weltlichen Sicherheiten mehr. Es ist eine Herausforderung für deine Seele, nicht für deinen Geist. Amen. Die Seele macht da nicht mit, eventuell. Aber je mehr du dich darauf einlässt, je mehr du dich führen lässt vom Geist Gottes, umso mehr wirkst du, ja, das Zeugnis, ich gebe Zeugnis, dass Gott das und das gemacht hat. Ich bedauere heute noch, dass wir nicht mehr unser Küchenstudio haben. Ich habe das mit Leidenschaft gemacht. Ich habe das mit Liebe gemacht. Das war mein Leben. Ich konnte meine ganze Kreativität, meine ganze Perfektionismus, ich bin gelernter Werkzeugmacher, das heißt, ich arbeite auf 100stel Millimeter oder so, ne? So. Ich bin es gewohnt, ja, so präzise zu arbeiten. So. Und das, was wir da geliefert haben, Gott hat gesagt, mache keine Werbung mehr, mache du eine exzellente Arbeit und ich sorge für dich, dass Kunden kommen. Ein Auftrag war abgeschlossen und gesagt, Herr, die Tür muss aufgehen, brauche neuen Kunden. Es hat keine 3 Tage gedauert und da kamen welche. Dann haben die gesagt, von Anfang an haben manche gesagt, wir wissen, dass es bei euch teurer ist, aber das, was ihr habt, das wollen wir. Weil wir haben nur Qualitätsware verkauft, kein Schund. Ist automatisch teurer, ja. Aber ich habe eine Präzision entwickelt mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ich habe durch unsere Schreinerei, wir hatten Dinge gemacht, zu einem sehr günstigen Preis, wo andere dann 3 oder das 10-fache verlangt haben für das, was wir geliefert haben. So Überbauten und so, alles selber gemacht. Selber lackiert und dieses und jenes. Gott hat jeden Fähigkeit gegeben. Der Heilige Geist gibt dir im Natürlichen Fähigkeiten wie dem Bezalel. Ne? Haben wir gestern durchgenommen, was der Heilige Geist alles gibt. Er kann dich befähigen, in deinem Beruf exzellent und präzise zu sein, besser wie alle anderen. Der Heilige Geist zeigt uns das Zukünftige. Aber bewegen wir uns im Geist, um das zu sehen.
Ich vertraue auf den Herrn, dass ab diesem Wochenende, zumindest für mich, etwas Neues kommt. Und möglicherweise ist es ja so, dass wenn ich was Neues mache, dass es dann für andere auch neu ist. Ne? Könnte ja so sein, ne? Dass wenn ich neue Dinge mache, dass es, ich bringe sie mit und so. Wie alt sind wir denn, Alfe? Diese leidenschaftliche Liebe für ihn, in dem Strom des Heiligen Geistes zu fließen. Konzentriert euch auf den Geist Gottes. Ich bin jetzt so wichtig. Konzentriert euch auf euch, auf ihn. Sag doch mal, ich trinke dich jetzt, Heiliger Geist, wenn du schon trinkst. Unser vernünftiger Gottesdienst ist, dass wir uns als lebendiges Opfer hinstellen. Hingeben, Entschuldigung. Der Unterschied zwischen dem sogenannten neuen Bund und dem alten Bund ist nur der eine, dass keine Tieropfer mehr gebracht werden, dass kein Blut mehr fließen muss zur Reinigung und zur Heiligung des Fleisches. Das hat aufgehört. Alles andere bleibt bestehen. Im neuen Bund hat Jesus sein Blut für uns vergossen. Er musste sogar in den Himmel gehen, um die himmlischen Dinge mit seinem Blut zu reinigen. Warum musste er die himmlischen Dinge mit seinem Blut reinigen? Ganz einfach, weil Satan den Himmel mit verschmutzt hat. Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gemacht. Er wurde bestraft. Er trägt unsere Lasten. Er bittet jeden Tag beim Vater für uns. Es geht um Jesus. Er ist der Weg. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit und das Leben. Mach dich eins mit ihm und du wirst leben. Jetzt und in Ewigkeit. Und wo es sein muss, gib dein Leben neu hin. Wo du spürst, ich lebe das nicht. Ich brauche eine neue Salbung, ich brauche eine neue Berührung von dir gerade, dann sag es. Und der Geist Gottes soll es gerade jetzt geben. Ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Sag es ihm, ich brauche mehr von dir. Danke für bisher, aber jetzt brauche ich mehr, okay? Ich brauche mehr von deinem Reich in mir. Ich brauche mehr von deinem Reich um mich herum. Ich brauche mehr von deiner Herrlichkeit, dass es aus mir herausstrahlt.
Vergib mir, wo ich dich blockiere, Heiliger Geist, wo ich dich dämpfe. Fließe du durch mich, fließe mit mir, ich fließe mit dir und fließe du durch mich. Ich soll den Heiligen Geist nicht dämpfen, nicht zurückweisen. Und da, wo ich ihn nicht fließen lasse, dämm ich. Komm, Heiliger Geist, überführe du, wo wir Jesus nicht vertrauen. Ja? Wo wir auf andere Dinge geschaut haben und nicht auf den Geist Gottes, der Jesus verherrlicht. Der Heilige Geist ist uns gegeben, weil er Jesus verherrlicht in unserer Mitte. Und wir verherrlichen den ganzen Morgen schon den Vater und Jesus, oder? Es geht um ihn, um seine Herrlichkeit und seine Kraft. Shabbat! Und ich bete, Herr, dass du weißt, wie es den einzelnen Seelen geht. Und ich sehe hier verschiedene Brüche in den Seelen, verschiedene Bewusstseinsspaltungen in der Seele aufgrund von dramatischen Erlebnissen. Und ich bete, Herr, dass heute Heilung kommt. Ich bete, Herr, dass diese Risse in der Seele oder Abspaltungen, dass das gereinigt wird. Und Herr, ich bete, dass du das Shabbat, dieses Zusammenbringen, dass es heute stattfindet, dass es Shabbat zusammenkommt. Auch bei denen, die zuschauen oder später irgendwann anschauen. Also ich bete, Herr, dass diese Spaltungen, die Abspaltungen in den Seelen, dass die heute geheilt werden. Du kannst jetzt, Vater, bitte heile die Seelen, sodass alles zustande kommt, was dein Wille und was dein Plan ist. Dass unsere Seelen heil werden. Dass unsere Seelen uns nicht zur Stolperfalle werden. Dass unsere Seelen nicht religiöse Geister beherbergen, die wir gar nicht merken. Sondern dass wir gelenkt und geleitet werden durch den Geist Gottes. Dass alle Wahrsagerei heute aufhört. Schaka! Dass alle Wahrsagerei heute aufhört. Sind wir bereit, uns zu heiligen, weil er ist ein heiliger Gott. Ausgesondert für ihn, für seine Zwecke, für sein Reich, für seine Vorgaben. Wir sind ausgesondert für ihn. Breche auch jeden Geist von Wollust hier. Schaka! Jeden Geist von Wollust in dem Namen Yeshua HaMashiach. Heiligkeit. Heiligkeit. Nochmal, wenn wir einen Fehler gemacht haben, ist es für Gott nicht das Problem. Wenn wir gefallen sind, stehen wir auf und laufen mit auf ihn zu. Okay? Und wenn dir das 7-mal am Tag passiert, dann stehe ich 7-mal auf. Wir brauchen keine Strafe befürchten. Gott weiß es eh, was nicht in Ordnung ist, oder? Er kennt unsere Gedanken, er ist ein Richter unserer Gedanken. Er weiß genau, was wir denken. Aber befehle ich meine Gedanken in seinen Gehorsam. Sag doch mal, ich befehle meine Gedanken jetzt in dein Gehorsam, Jesus. Hilf mir, dir gehorsam zu sein. Aus Dankbarkeit und Liebe. Ich lege ab alle Angst. Herr, du hattest Angst, du hattest Panik im Garten von Gethsemane. Du hast das alles durchgemacht. Du weißt, wie es uns geht, wenn Dinge auf uns zukommen, die uns fast umbringen. Und ich bete, dass diese Angst, ich bete gerade für jemand aus dem Netzwerk, die hat... Kind hat Corona mit nach Hause gebracht aus dem Kindergarten und sie hat panische Angst. Sie hat schon immer Angst gehabt. Das ist das Problem. Ja? Und wenn ich diese Dinge nicht beseitige, wenn ich Raum dort, wenn ich Freiheit dazu habe, wo keine Angst mich plagt, dann wird die Angst mich überfallen wie ein wütender Hund, wie ein wütender Wolf. Und so bete, Herr, dass gerade für dich jetzt, wenn du zuschaust oder auch wenn du nicht zuschaust, Herr, ich bete, dass du dafür sorgst. Diese panische Angst, dass du Blut geschwitzt hast im Garten von Gethsemane, diese Angst, die diese Person jetzt hat, ja? Du weißt es, Herr, wen ich meine. So, und wir nehmen diese Angst von ihr, diese Lebensangst, die sie schon immer hatte, diese Angst von ihr und übergeben sie dir, Jesus. Du hast diese Angst durchgestanden im Garten von Gethsemane. Du hast diese Angst durchgestanden. Und so bete, Herr, dass du sie heute befreist von dieser Wurzel von Angst, wo sie als Kind so allein gelassen worden ist oder sonst irgendwas. Und das bete ich für jeden von uns, wo eine Wurzel von Angst da ist, dass die jetzt beseitigt wird aus jedem einzelnen Leben.
Wisst ihr, ich hatte als Kind panische Angst. Ich hatte Verfolgungswahn schon als Kleiner. Und am Anfang war unsere Toilette außerhalb des Hauses. Ich bin in der Nacht, wenn ich aufs Klo musste, nicht raus. Ich habe ins Bett gemacht vor lauter Angst. Nur nicht, um vor die Tür zu gehen. Ich weiß, was Angst ist. Und dann bin ich zur Bundeswehr gekommen. Nicht als Erlöster, sondern ganz normal. Und ich musste Wache schieben. Damals war Firma der Name nicht ein, Stammheim, all diese, wo da, bitte, Bader Meinhof, ja. So, und wir mussten mit durchgeladener Waffe gehen. Ich sag, wenn da einer im Busch wackelt, ich halt rein, ne, so. Ich halte es nicht aus, ich habe so eine Panik bei Nacht. Und ich bin von der Wache nach Hause gekommen, zurück in den Wachbereich, und ich war frei von Angst. Ich hatte Gott nicht gebeten, aber er hat mich befreit von Angst. Wisst ihr, diese panische Angst, bei einem mehr, bei einem weniger, sag doch mal, wenn es dich betrifft, ich nehme diese Angst aus meiner Seele, aus meinem Herzen und ich gebe sie dir, Jesus, weil du hast das durchgemacht für mich, so, und du warst dem Vater treu und hast die Angst besiegt, sodass ich keine Angst mehr haben muss. Amen. Also wenn es euch nicht betrifft, müsst ihr das nicht machen. So. Man muss ja nichts herbeiziehen, was man nicht hat, ne? Aber wenn ihr jemanden kennt, dann betet doch so für sie. Jesus hat doch das alles durchgemacht, damit wir den Tausch statt, dass wir diesen Tausch eingehen können, dass wir das Schlechte abgeben und das Gute von ihm empfangen. Vater Gott, wie groß ist deine Liebe? Du siehst die Ungerechtigkeit und den Dreck. Du siehst die Sünde in dieser Welt und leider auch in den Gemeinden. Wir nicht, wir sind da rein. Ne? Und du vernichtest, wir würden das Ganze zusammenknüllen und sagen, vorbei. Aber Gott hat sich gesagt, ich werde nicht noch einmal vernichten. Sondern ich werde meinen Sohn senden, der alles errettet, der alles mit mir versöhnt. Wir sind versöhnt mit dem Vater. Und egal, was du gemacht hast, du bist versöhnt. Das ist doch gut, oder? Tut es der Seele gut? Wir sind versöhnt, weil wir gerecht gemacht worden sind, weil wir heilig gemacht worden sind, weil es keine Trennung mehr gibt. Wenn wir zum Abendmahl gehen, so denkt dran, was Jesus gelitten hat, was er für uns getan hat. Das, was mir zustand, das hat er durchgemacht. Das, was diese Strafe, die auf mir lag, die hat er auf sich genommen. Diese Trennung vom Vater hat er auf sich genommen. Und er hat uns zum neuen Menschen gemacht. Wir sind schon der neue Mensch. Und wir werden, wenn wir die Schrift annehmen, Stück für Stück, durch die Erneuerung unserer Gesinnung Stück für Stück verändert werden. Und es geht nur durch die Erneuerung des Sinnes. Ansonsten hast du keine Chance. Ansonsten bleibst du in der Welt hängen. Wenn wir unsere Gesinnung erneuern, verstehen wir, wie Gott die Dinge tut. Ansonsten verstehen wir es nicht. Das ist für uns chinesisch, was Gott von mir da will. Aber durch die Erneuerung meiner Gesinnung, Erneuerung in das Wort hinein, dass ich gemäß seines Wortes entspreche, dann werde ich verstehen, wie Gott die Dinge tut. Oder sagen wir so, immer mehr verstehen, wie Gott die Dinge tut. Amen. Und so danke ich dir, Herr, auch für die, die zuschauen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe uns seinen Shalom und seinen Frieden. Frieden euren Häusern, den Shalom eurer Arbeitsplätze, den Shalom in die Familien hinein.
das Shalom Gottes hinein. Da, wo dein Shalom ist, gibt es keine Unordnung. Da, wo dein Shalom ist, ist Heilung. Wo deine Gegenwart ist, ist Wiederherstellung. Wo dein Shalom ist, haben wir das empfangen, was wir symbolhaft durch das Abendmahl empfangen. Okay? Jesus sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat kein Leben in sich selbst. Und es bedeutet nicht, dass wir das Brot, das ist nur ein prophetischer Akt, bitte versteht, es ist nur ein prophetischer Akt. Ja? Das Brot und den Saft, was wir trinken, ist nur eine Aussage, dass wir was in der Hand haben. Aber vom Hebräischen bedeutet es, wenn ich sein Fleisch und sein Blut esse und trinke, das bedeutet, ich lebe das Wort. Vom Hebräischen ist es so gemeint. So, wenn ich das Wort Gottes lebe, bei Jesus ist es das Wort, ja. Jesus ist das Wort, ja. Er ist das lebendige Wort und das, was geschrieben steht, ist er. So, und wenn ich ihn esse, esse ich ihn selbst. Und dadurch werde ich durch ihn verwandelt und erneuert. Das ist damit gemeint. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Und wenn wir das Leben, das Wort Gottes, haben wir Leben in uns selbst. Das ist ganz einfach, ist nicht so schwierig. Jedes Kind kann das. Und wir haben gestern gebetet, dass Kinder wieder auch in Leidenschaft kommen, dass Kinder hereinkommen in das, so dass Gott durch Kinder gewaltige Dinge tun kann. Sind wir bereit, die Kinder zu trainieren, die Kinder anzunehmen als wie Erwachsene? Ja? Fällt jetzt kein anderes Wort ein. Aber gleichwertig, sagen wir gleichwertig. Ne? So, weil der Geist Gottes durch Kinder genauso handelt wie durch mich oder vielleicht durch ihn besser wie durch mich. So, seid gesegnet und machst du das weiter mit dem Abendmahl.